Hallo liebe Engelfreunde, mein Name ist Sonja Ariel von Staden. Ich bin spirituelle Künstlerin, Autorin und Engelmedium. Heute lade ich euch ein, die Engelbotschaft für März und April 2015 anzuschauen und anzuhören. Diese Engelbotschaften sind auch weit über den aktuellen Zeitraum hinaus gültig und immer weise Wegbegleiter. Ihr könnt sie euch also anschauen, wann ihr möchtet, lasst euch einfach auf die Energie der Engel ein. Wie immer werde ich euch die Botschaft, die ich empfangen habe, zuerst vorlesen. Ihr könnt euch dabei entspannen, die Augen schließen, einfach zuhören und sie ganz tief in euer Herz einsinken lassen. Dann könnt ihr auf Pause drücken, die Energie nachschwingen lassen und wenn ihr bereit seid, einfach weiterschauen. Zum Nachlesen findet ihr die Engelbotschaft auch auf meiner Webseite unter www.sonja-ariel.com und auch im Engelmagazin, einer wunderschönen spirituellen Zeitschrift, in der ich seit 2013 eine Kolumne habe. Viel Spaß also und ganz viel Entspannung bei der Botschaft der Engel für März und April 2015. Geliebte Seele, wie sieht es nun in deinem Leben aus? Kannst du die Fülle der Erde und der gesamten Schöpfung erkennen, fühlen und auch annehmen? Fühlst du dich reich auf allen Ebenen? Reichtum ist ein Begriff, der sich nicht nur auf die materielle Seite bezieht, sondern auch auf deine Gefühle, dein Glück, deinen Frieden und deine Gesundheit. Du bist, was du glaubst. Wenn du daran glaubst, dass diese Welt dir wohlgesonnen ist und dich liebt, wirst du Freundschaft und Anerkennung spüren. Glaubst du daran, dass du ein wertvoller und kostbarer Mensch bist, wirst du auch von anderen Mitmenschen wertgeschätzt und erhältst einen angemessenen Lohn für alles, was du tust. Liebst du dich und das Leben, wirst du überall Liebe erfahren. Und wenn dir etwas fehlt, kannst du prüfen, woran du wirklich tief in dir glaubst. Ist dir diese Form des Glaubens zu einfach? Dann dürfen wir dir mitteilen, dass es die einfachen Dinge sind, die eine Veränderung herbeiführen. Vielleicht hast du gelernt, dass alles schwer und schwierig ist. Vielleicht hast du erfahren, dass du hart arbeiten und dich verausgaben musst, um einen kleinen Lohn für deine Dienste zu bekommen. Oder du hast schon in frühen Jahren gehört, dass reiche Menschen nur deshalb so viel Geld haben, weil sie andere betrogen haben. All dies reicht aus, um die Fülle aus deinem Leben fernzuhalten. Denn Fülle kommt, wie auch das Glück, zu denen, die sie mit offenen Armen und mit Freude empfangen. Die Erde ist ein reicher Planet. Sie schwelgt im Überfluss, wenn die Menschheit achtsam mit dem umgeht, was sie hervorbringt. Du kannst deinen Teil dazu beitragen, indem du sie ehrst und freundlich zu ihr bist. Wie aber kannst du in dein Leben die Fülle auf allen Ebenen einladen? Dazu möchten wir dir eine schöne Übung schenken, die du machen kannst, so oft du das Gefühl hast, dass der Fluss des Reichtums versiegt. Die sprudelnde Fülle des Lebens. Finde einen Raum, in dem du es dir bequem machen kannst und deine Ruhe hast. Setze oder lege dich entspannt hin und schließe deine Augen. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Und lass den Atem bewusst durch deinen ganzen Körper strömen, bis du dich wirklich fühlen kannst. Lege deine Hände auf dein Herz und fühle, wie es ruhig und kraftvoll schlägt. Dann danke deinem Körper dafür, dass er dein Bewusstsein und deine Seele durch dein Leben trägt. Finde jetzt eine Haltung, in der du vollkommen entspannen kannst. Tauche ein in deine Innenwelt. Rufe deinen Schutzengel, damit er dir helfen kann. Bitte ihn, dich bei dieser Meditation zu begleiten. Jetzt stell dir vor, wie er dich umarmt und mit dir in die Luft fliegt, bis du von oben auf das Haus schauen kannst, in dem sich dein wundervoller Körper jetzt befindet. Voller Liebe schaust du auf dich herab. Nun siehst du mit den Augen deiner Seele, wie viel Fülle du in deinem Leben hast. Sie zeigt sich in goldenem Licht. Kannst du einen Schimmer von Gold sehen
Oder ist sogar alles um dich herum in goldenes, leuchtendes Licht getaucht? Wenn du das Gefühl hast, mehr Fülle auf einer oder mehreren Ebenen zu brauchen, lass nun von tief unten aus der Erde die Art von Fülle emporsteigen, die du dir wünschst. Ob Liebe, Freude, Glück, Geld oder Gesundheit, du allein entscheidest, wo du Erfüllung brauchst. Spüre, wie sich aus der Erde ein brodelnder, goldener Fluss aus purer Energie den Weg emporbahnt, bis er wie eine Fontäne durch das Haus bricht und sich weit in die Luft erhebt. Wie ein Springbrunnen fließt nun die Fülle in deinen Körper, das Haus, in dem du lebst, und in dein ganzes Leben. Führe diese goldene Energie überall dorthin, wo du es wünschst. Spüre die Freude und die Leichtigkeit, die mit dieser goldenen Kraft in dein Leben fließt. Erlaube dir, dass sie hoch in den Himmel schießt und auch der Welt damit zeigt, dass du es verdient hast, Fülle auf allen Ebenen zu erfahren. Dann spüre sie in allen Zellen deines Körpers, bis sie prall und satt sind mit der Kraft der Erde, mit Fülle und Glück. Lass deinen Verstand durchspülen, damit alle Glaubenssätze in Bezug auf Reichtum, Liebe und Fülle transformiert werden können. So öffnest du die Türen, damit sich nun alles fügen kann in deinem Leben, was dir ein Gefühl von Zufriedenheit, Glück und Entspannung schenkt. Wenn du dich satt fühlst und die goldene Energie in alle Bereiche deines Lebens gelenkt hast, lass dich von deinem Schutzengel wieder zu deinem Körper führen und tauche wieder ganz in ihn ein. Spüre, wie schön es sich anfühlt, du selbst zu sein. Erkenne, dass du es verdient hast, auf allen Ebenen in Fülle zu baden. Lege wieder die Hände auf dein Herz und fühle dich in deinem Körper. Atme wieder ein paar Mal tief ein. Aus und komme dann wieder ganz entspannt an im Hier und Jetzt. Diese Übung kannst du immer machen, wenn du vergessen hast, dass du Fülle, Glück und Reichtum verdient hast. Wir sind immer für dich da, um dir zu helfen, dein Leben noch schöner und freier zu gestalten. Du bist auf der Erde, mitten in der Polarität, um sowohl den Schatten als auch das Licht zu fühlen. Du allein entscheidest, was du erlebst. Und du bist nicht allein, sondern immer beschützt und begleitet. Nutze unsere Liebe und Energie, denn es ist unsere Bestimmung, sie dir zu schenken. Genieße die Fülle und Schönheit der Schöpfung auf Erden. Mit großer Liebe, deine Engel. Mit Freude und Glück empfangen von Sonja Ariel von Staden, Ibiza, im Dezember 2014. Ich danke dir, dass du dir erlaubst, den Engeln zu lauschen, mir zu lauschen. Fülle ist etwas, das jeder Mensch sich immer wieder ersehnt, erträumt und erwünscht. Und Fülle ist, wie die Engel schon sagten, weit jenseits des Materiellen. Natürlich kommt alles Materielle, das Geld, die Liebe, die Gesundheit, sobald du dir erlaubt hast, alles auf allen Ebenen durchfluten zu lassen von Glück, von der Liebe, von der frischen Energie der göttlichen Quelle. Für mich persönlich war mein Leben lang der Mangel das tragende Thema. Der Mangel hat wie ein schwerer Klotz auf meinen Schultern gelastet. Bis ich mich endlich entschieden habe, mit 30 Jahren, die ich hier auf der Erde gelebt habe, dass es so nicht weitergehen kann. Ich kann nicht ewig im Mangel an Liebe, an Geld, an Glück leben. Ich glaube fest daran, dass jeder Mensch irgendwann diesen einen Augenblick hat, an dem er erwacht und sagt, stopp, so geht das nicht weiter. Dann kommt die Entscheidung. Dann entscheiden wir selbst, wie es weitergehen soll. Dann entscheiden wir, in welche Richtung sich unser Leben bewegt. Ich nenne es Erwachen.
Und dieses Erwachen, ob spirituell oder nicht, kann alles verändern. In meinem Fall kamen zu dieser Zeit mit 30 Jahren 2001 die Engel zu mir und haben mir geholfen, mein ganzes Leben zu verändern. Sie haben mich sozusagen an den Füßen gepackt, auf den Kopf gestellt, einmal durchgeschüttelt und ganz viel von dem alten Müll aus meinem Kopf geschüttelt, der sich da angesammelt hat. Denn heute weiß ich aus vielen, vielen Jahren, in denen ich damit gearbeitet habe, dass es meine Glaubenssätze sind, die vielen Muster, die in meiner Kindheit bewusst oder unbewusst antrainiert wurden, die verhindert haben, dass ich in der Fülle bin, dass ich wirklich Liebe fühlen kann und mich satt fühle von Liebe und Zufriedenheit und Glück. Ich habe gelernt, mich selbst von Grund auf neu aufzubauen. Mein ganzes Wissen habe ich immer wieder zur Verfügung gestellt, ob in diesen Videos, ob in Büchern, in Vorträgen, Seminaren, auf Facebook, wo auch immer. Und auch heute schenke ich wieder all meine Erfahrungen, damit du dich, damit ihr euch entwickeln könnt. Uns alle stehen die Engel zur Verfügung, damit wir unser Leben transformieren können, damit wir die Fülle einladen können. Fülle ist genauso wie Glück. Wir laden es ein. Du kannst dein Herz jeden Tag neu öffnen. Am besten morgens, wenn du aufwachst, dich erstmal in deinem Körper spürst, von Kopf bis Fuß hineinspürst, wie war meine Nacht? Habe ich gut geschlafen oder auch nicht? Was kann ich tun, um mich besser zu fühlen? Und wenn du dann aufwachst, dich gespürt hast und spürst, ja, ich möchte in den Tag starten, ich möchte einen super Tag erleben, dann kannst du dein Herz aufmachen und sagen, so, liebes Glück, liebe Fülle, liebe Energie, kommt zu mir, füllt mein Herz, all meine Zellen, meine Aura, mein Geist, damit ich einen super schönen Tag erlebe. Es klingt einfach, schlicht, fast schon banal. Aber das kann dein ganzes Leben auf den Kopf stellen, das kann dein ganzes Leben verändern. Ich wünsche dir, dass du die Fülle wirklich in dein Leben hineinlassen kannst. So viele Menschen haben die Tür verschlossen, verriegelt, verrammelt, einen Stuhl unter die Klinke geschoben und einen Schrank davor gestellt, weil es so viele Glaubenssätze gibt, die verhindern, dass wir Liebe und Glück fühlen können, dass wir die Fülle einladen können. Du kannst heute dafür sorgen, indem du dir erlaubst, dass alles in dein Leben kommen kann, was du dir wünschst. Ich bin das lebende Beispiel, dass es funktioniert. Ich habe ein Leben aus dem Mangel in die Fülle geführt. Was ich kann, kannst du auch. Genieße die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Genieße dich selbst mit allem, was du bist. Genieße dein Leben. Ganz viel Spaß dabei und alles Gute. Deine Sonja Ariel von Stahl.